Hallo und willkommen zurück hier bei Stalker Shadow of Chernobyl. Uns steht ein großes Gefecht bevor. Mit einer Menge Banditen. Wir versuchen es mal auf die feine Art. Schleichen uns ein wenig ran. Und lauern hier auf unsere Feinde. Das war natürlich mal gut. Ich muss sagen, durch die Artefakte verlieren wir kaum Gesundheit. Dass keiner gestorben ist. Der war tot. Quick Save. Sehr schön. Granaten hatten wir, meine ich. Ach du Scheiße. Ja. Ihr kennt das ja mittlerweile. Die KI ist meiner Meinung nach recht gut gelungen in diesem Spiel. Die flankiert einen ja zunehmend. Also kommt, werden wir von links. Okay, dann machen wir es jetzt ganz einfach so. Bin ein bisschen zweifelhaft, wo der... Wir laufen eben in Deckung. Granaten hatten wir keine mehr, oder? Nein, hatten wir nicht. Okay, dann bleiben wir mal auf unserer Pistole. Ach du Scheiße. Das war mehr als knapp. Quick Save. Bandage drüber. Alles wieder wie neu. Vier Feinde. Das müsste ja an sich zu machen sein mit der Pistole. Ihr wisst ja... Wir haben so viel Pistolenmunition, da lohnt es sich kaum, das Sturmgewehr auszupacken. Es könnte theoretisch sein, dass da noch einer drin ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder die sind alle hier im Haus. Ach du Scheiße. Okay. Drei Rest. Da hockt einer. Was? Was? Ja, die Schrotflinte haut halt manchmal auf Distanz rein. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt ein bisschen taktischer. Und zwar ganz genau so. Geht deutlich einfacher. Was mir gerade noch auffällt, wir müssen hier noch das Zielfernrohr abmachen, das hier draufpacken. Quicksäfchen, Pistolchen, Nachladchen. Haben wir das? So. Hallo? Hallo? Okay, jetzt kommen wir in den Nahkampf, da packen wir die Schrotflinte raus. Dafür haben wir sie ja schließlich. Wir als arrangierte Stalker-Spieler wissen ja natürlich, dass die hier hinter jeder Deckung hängen können. Ich dachte echt, naja. Sah gerade aus wie ein Slender mehr. Egal. So, hallo. Wie konnte kein Schuss treffen? Das ist eine... Schrotflinte, verdammte Hacke. Licht an. Ein Feind. Ich höre ihn stöhnen. Er ist hier oben. Ich höre ihn stöhnen. Dann ist er höchstwahrscheinlich oben. Quick Save. Oh! Wusste ich doch. Ich habe ein Stöhnen gehört. Diese verdammte KI, die ist so genial, meiner Meinung nach. Okay, ich sehe ihn noch auf dem Radar. Das war's. Okay, keine gegnerische Markierung mehr auf dem Radar. Das heißt, wir können hier guten Gewissens plündern. Fallen lassen. Fallen lassen. Ihr wisst ja, Waffen kann man manchmal entladen. Und dieser kleine Hoffnungsschimmer reicht mir. Die Vögel, die immer noch auf unserer Position sind, echt gruselig. Oh mein Gott, ein Raketenwerfer.
Ich denke mal, der wird doch ziemlich nützlich. Wir sind mal wieder überladen. Und zwar richtig, richtig überladen. Ach Gott, wiegt der so viel? 7, uiuiui. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ah. Ah. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann. Die brauche ich für eine Quest. Die ist einzigartig. Medikit. So eine Verschwendung, Leute. Ah, egal. So, zack. Alle drei auf einmal, das nenne ich mal gekonnt. So ein Sauwetter hier. Es müsste aber eigentlich noch höher gehen, wusste ich's doch. Denn hier oben drauf ist ein Stalker-Versteck. Das wollen wir uns angucken. Zumindest gehe ich davon aus, dass es hier oben drauf. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen. Wir brauchen einen Energy Drink. So. Viel Ausdauer, es braucht einfach nur einmal zu springen. Das ist echt unnormal. Und selbst im normalen Gehen verbrauchen wir Ausdauer. Das ist nicht gut. Mir tut es gerade ein bisschen weh um die ganzen Medikits. Aber gut, wir haben 54.000 Rubel. Wir sind verdammt nochmal reich. So. Nee, ich will nicht runterspringen. Ich möchte noch die Leichen plündern. Ihr wisst, jetzt gehört zu Stalker dazu. Ein bisschen looten. Ja, aua. Dich hatten wir schon. Sorry. Okay, wir sind dem ja hier ein bisschen quer durchs Gebäude gefolgt. Vielleicht ist hier hinten noch was. Hier waren wir ja schon, genau. Ey, was ist das denn? Ist ja mal gruselig. Bestimmt ein Entwickler, der sich selber hier ins Spiel einbauen wollte. So, letzter Energy Drink. Truhe ist natürlich leer. Das natürlich auch. Dankeschön. 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 Runter will ich nicht gerade. Obwohl, Moment, wir sollen das Labor finden. Ist es nicht am naheliegendsten, dass das Labor da unten ist? Naja, da gehen wir gleich runter. Sturm. Mann. Ach, können wir entladen. Sehr schön. Fallen lassen. PDA-Daten. Freut mich auch. Wieder PDA-Daten. So, mehr dürfen wir nicht mehr aufnehmen, müssen wir überladen. Das heißt, die anderen Leichen sparen wir uns. Ich würde sagen, dann gehen wir mal runter. Mal nachgucken, ob wir da unten das Labor gefunden haben. Ja. Nein. Einfach nur ein paar Rohre. Ich dachte schon. Ein paar Rohre. Können die Taschenlampe mal wieder ausmachen. Und ich würde sagen, da müssen wir uns noch ein bisschen weiter hier umsehen. Irgendwo hier in der Nähe soll ja der Eingang sein. Müssen wir eben warten, bis die Ausdauer wieder voll ist. Wunden minus 20, Strahlung minus 30. Ne, wir haben die Besten ausgerüstet. So, hier soll ja irgendwo der Eingang sein. Der wohl kaum im Kran. Das muss wohl irgendwo hier sein. Nein. Okay, wo kann hier der Eingang zu einem geheimen Labor sein? Wir gucken mal im PDA, ob wir neue Daten haben. Den Eingang ins Labor finden. Aha, Tagebuch, persönliche Notizen. Laboreingang. Ja, das ist ja auf jeden Fall unterirdisch. Und zwar ist es ziemlich unterhalb des Krans.
Hier allerdings auch nicht. Da muss es doch hier im Gebäudekomplex sein. Ah, was mir gerade spontan noch einfällt, kommt mir ein bisschen seltsam vor, weil hier unten war wirklich gar nichts. Lass mich nochmal gucken. Ah, Moment. Theoretisch. Wie gesagt, Leute, blind, lass mich ein bisschen suchen. Theoretisch kann das hier überall versteckt sein. Ja, gesagt, der Eingang. Was mir gerade noch einfällt, wir waren oben noch gar nicht richtig drin. Der Typ ist ja weggelaufen. Vielleicht führt oben noch eine Treppe in ein anderes Gebäude über, das könnte ich mir noch vorstellen. Ich denke nicht, dass die das ganze Gebäudekomplex umsonst gemacht haben. In Anführungszeichen umsonst. Wobei, hier ging's doch runter, ich Idiot. Hier ging's doch runter, ist doch klar. Ja, logisch, da war der Eingang doch. Ja. Na, ich bin sehr schlau. Die Tür ist abgeschlossen. Die Dokumente im Labor finden. Nächste Level betreten, ja. Okay, damit sind wir jetzt im Labor angekommen. Da ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Das sieht nicht gut aus. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir haben keine einzige Markierung. Das heißt, sie sind keine anderen Banditen oder Stalker oder sowas. Die schlechte Nachricht. Wer hat denn dann die Stalker umgebracht? Und warum liegt hier ein Skelett? Das heißt, wir haben hier... höchstwahrscheinlich mit, Blutsaugern oder etwas derartigem zu tun. Ja. Holy! Holy shit! Stalker, du bist es, Mann! Okay! Ich war nicht darauf vorbereitet, in Stalker einen solchen Part zu erleben, müsst ihr wissen. Anomalien. Sieht sehr interessant aus. Eine Sprenganomalie, wenn ihr mich fragt. Kann natürlich auch durchaus sein, dass wir nichts haben außer Anomalien. Und ich bin gerade umsonst in die Hose scheiße. Quick Save. Brandanomalie. Ah ja. Ein Blutsauger. Das war kein Blutsauger. Ein Artefakt. Ein Feuerball. Nein, 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 nein. Uiuiui. Scheiße, haben wir eine Anomalie. Das war's mit dem. Quick Save. Jetzt haben wir ein Problem. Hier geht's nicht weiter. Wir haben hier eine verdammte Brandanomalie. Schon wieder ein Artefakt. Nein! Wir kommen hier nicht weiter. Ich höre schon wieder etwas. Von hinten. Glitschst du dich hier rum, Mann?
So. Wir haben hier eine Anomalie. Ich will sagen, wir probieren mal die gute Art. Wow! Hat funktioniert. Schön Feind. Boah, jetzt alles voller Anomalien, Leute. Das ganze verdammte Labor. Ja. Und das war eine Fackelanomalie. Oder eine Brandanomalie. Das Ladebild hier sieht sehr interessant. Ah, Scheibenkleister. Sehr interessant aus. So. Medikit. Quick Save. Schraube. Sieht da rechts oder was? Wo ist die denn? Hier ist doch irgendwo die Brandanomalie. Ich sehe sie doch. Da ist sie. Okay. Quick Save. Wir sind im Kreis gelaufen. Kann doch nicht wahr sein, dann bin ich gerade eben echt aus Glück genau zwischen Anomalien durchgelaufen. Was für ein Zufall. Nee, hier ist ja der Code. Da bei dem Kerl. Wir mussten hier innen lang gehen, genau. Okay. Hier hatten wir die Anomalie, wo wir durchgelaufen sind. Dann machen wir das Gleiche. Ah! Ich will mich hier nicht länger aufhalten als irgendwie nötig. Muss ich einen scheiß Code eingeben? Euer Ernst? PDA? Eins, zwei, vier, drei. Richtiger Spielstand. Ihr wisst ja, manchmal mag das Spiel uns in eine Todesschleife zu stecken. Daher Nummer sicher. Hey. Cool. Blitzanomalie, oder? Ah ja. Ja. Aha. Das sind die Wörter, die ich... What? Holy shit! Alter. Ich soll die Tür öffnen, aus der irgendwas rauskommen will. Ist schon klar. Mann, was habt ihr denn mit euren blöden Fässern, Mann? Echt nicht lustig. Sorry, irgendwo hört der Spaß auf. Nein! Nein! What the fuck? Ich blute. Ich blute. Alter. Ich geht's gar nicht weiter. Was soll denn? Die Karte hat mich verarscht. Nee, Leute, ich find's gerade gar nicht cool hier. Sorry. Wo geht's denn hier weiter? Ja! Noch größer geht's nicht, oder? Blitzanomalie. Ihr wisst, Blitzanomalien sind gar nicht gut. Die killen uns wirklich instant! Oh, okay. Danke, dass du mich am Leben gelassen hast. Unsere blöde Ausdauer ist schon wieder leer. Wir haben keinen Energy Drink, weil wir diesen blöden Raketenwerfer mitgenommen haben.
Also, ich hätte echt nicht gedacht, dass Stalker mal so ein. Puh. Okay, Quick Save. Hallo. Oh Mann, das nervt langsam wirklich. Aua. Ey, hier war. Ach, Scheibenkleister. Ach so, ich kann runtergehen. Was ist das denn? Oh, ein riesiges Hühnchen! Was ist das denn? Was ist das denn? Du machst die ganze Zeit diese Scheißgeräusche und machst mir so eine Angst. Wow, es ist gar kein Hühnchen. Holy Guacamole, was bist du denn? Ah! Alter! Verschwinde! Was bist du denn? Was bist du? Was bist du? Alter Schwede, Leute, tut mir echt leid. Alter Schwede. Mein geschätzter Kollege, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie ab morgen für die Tanks zuständig sind? Sie müssen sie alle 2 Stunden kontrollieren. Erstatten Sie mir Direktbericht. Der Code für das Zentrallabor lautet 9524. Achso, das kann ich. Ja gut, dann können wir es auch da. Da anpacken. Achso, immer noch überladen. Spielen wir das Spielchen wieder, ja? Wie sieht die denn aus, die gute? Aha. Ne, ich will die hier gerne sehen. Ja, schon besser. Und die haben wir für den anderen Munitionstypen. Gut, wir bleiben aber auf der Schrotflinte. Die hat jetzt gerade wieder gute Dienste geleistet. Gepresstes nehme ich mit. Also was war das denn jetzt für ein Gegner, bitte? Das war ein gigantisches Hühnchen. Ein Hühnchen! Mann! Hat das die Fässer nach uns geworfen? Pistolenmunition. Was sollen diese ganzen Bilder immer, ey? Kann ich nicht wahr sein. Wir können mal die Wurst mitnehmen und das Brot. Das mal essen, für den Fall, dass wir gerade schon ein bisschen Hunger haben. Die Granate lassen wir fallen. Das war ein verdammtes Hühnchen. Eigentlich ja nicht. Das sieht eher aus wie so ein Wissenschaftler, der mutiert ist, aber. Das hatte was von einem Hütchen. Fertig. Junge, Junge, Junge. Sachen gibt's. So, hier oben wird jetzt hoffentlich nichts mehr sein. Ich denke mal. Der war das, der uns gerade hier die. Sachen entgegengeworfen hat. Ich will nichts anderes mehr hören hier. Ach, Mann. Warum soll ich die scheiß Tür aufmachen, wenn jemand gegenhaut? Erklärt mir bitte mal diese verdammte Logik. Und ich verblute hier. Wie soll ich diese Dreckstür aufmachen, wenn mir Sachen entgegengeworfen werden? Neun, fünf, zwei, vier. Ey, der macht doch die Tür. Mann, oh Mann. Da wird jetzt natürlich auch jeder normale Mensch reingehen. Soy un compañero de Dua. Holy shit. Das denn jetzt? Flammenwerfer oder was? Alter! Alter, was ist das denn? Alter, das sind Aliens.
Ich hab nichts gemacht. Blute. Teams 1 und 2 sichern das Erdgeschoss. Team 3 Eingangshalle. Teams 4 und 5 erster Stock. Wir haben die Dokumente. Ich möchte das kurz festhalten. Hier sind Leute drin. Ihr habt's gehört. Hier sind Leute drin und wir müssen hier verdammt nochmal draus flüchten. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt für einen kleinen Schnitt. Hier sind verdammte Alien-Babys, Leute. Ich weiß nicht, was das soll. Ich denke mal, man müsste hier hochlaufen. Um zu entkommen. Wahrscheinlich ein kleiner Schleichweg. Ja. Ja. Oh, super. Bisschen mehr geht doch noch, oder? Ja, genau. War die hierfür? Nein, natürlich nicht. Die war hierfür. Ja. Ah. Holy shit. Ne, müssen wir genau die anderen fallen lassen. Und zwar die hier. Ne, die hier. Ja, jetzt haben wir hierfür wieder alle. Und hierfür auch. Dann können wir jetzt ein bisschen hier mitspielen. Ihr habt's gehört. Hier sind auf jeden Fall Leute eingedrungen. Das gute... Oh, oh. Kann nicht wahr sein. Ja, bringt sie auch, ey. Ein Artefakt fallen lassen. Das dürfte keine materielle Ahnung von dem Spiel hat. Quick Save. So. Was für Leute sind jetzt hier drin? Noch. Vier Leute haben wir hier. Die werfen immer noch mit Sachen nach uns. Was ist das für einer? Alter Schwede. Der lebt noch. Tut mir leid, dass ich das Hühnchen getötet habe, Leute. Ein Gegner. Oh, ein Militärveteran. Alles klar. Was ist denn das? Ach, das ist die Waffe,
Ohne Granatenwerfer, ja, brauchen wir ja nicht. Wo ging's denn nochmal raus? Gegenüber vom Aufzug, genau, hier unten. Nee. Doch, von hier unten. Nee. Wir sind die Treppe hier hochgekommen. Das heißt, wir müssen jetzt Pritsche hier hoch. Genau. Sobald wir hier draußen sind, kommt ein Schnitt, Leute. Aber ich will dieses Psychodrama jetzt hinter mich bringen. Die Waffe klemmt. Hundesohn. Mann, ey. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wir haben ja eine Wächterrüstung an. Die haben jetzt eine Milizrüstung. Ich würde es jetzt mal ganz feige darauf schieben. Wisst ihr was? Warum bin ich so fail? Entschuldigung. War gerade nur zu gut. So. Munition, danke, Munition, danke, Butterbrot. Der Ausgang war doch hier schon. Ja. Also ich muss sagen, das war ein verdammter Psychopath. Und es war ein verdammter Psychopath. Ja, ich hasse Stalker. Lad schneller, ich will hier endlich raus sein. 10! Wir sind genau über dem Ziel. Verstanden, Aktion starten. 032, die Männer auf dem Dach absetzen. Verstanden? Auf dem Dach. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Weg hier. Wenn die auf dem Dach sind, dann sind die da oben. Dann können wir es schaffen. Weg. Scheiße. Nein. Theoretisch kann es sein, dass die Miliz gegen die Banditen kämpft. Wo müssen wir denn hin? Es ist nicht weit. Es ist nicht weit. Es ist die eine Straße. Dann haben wir es geschafft. Dann kommt der Schnitt. Wir werden versuchen zu laufen. Das Problem ist, dass unsere Ausdauer arg schnell leer ist, weil wir so krass überladen sind. Wir müssen los. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Strahlung. Das ist der einzige in der Nähe. Und dieser eine erledigt uns. Dieser eine kleine Kerl erledigt uns. Nochmal. Nein!
Scheiße, ey. Ah, merkst du, hä? Spürst du was, Freundchen? Ich denke, wenn jetzt kein Gegner mehr kommen, dann nehmen wir uns die Zeit und suchen nach Munition. Genau, dankeschön. Okay, das ist jetzt schon Miliz, Leute. Das sind die mit die stärksten Gegner im Spiel, soweit ich das verstanden habe. Ihr Behinderten da hinten, ey. Meine Güte. Warum blute ich so schnell und so krass? Ich blute, ich verblute. Stirbt man, wenn man verblutet, frage ich mich gerade. Ess was. Oh, Militärmedikits heilen auch die Blutung. Okay, gut zu wissen. Ein Pseudohund war da hinten. Wir würden uns keine Probleme machen. Da vorne ist das Tor. Aus. Quick Save. Ja. Ah. Meine Güte, das war Hammer. Das war Hammer. Also ich hätte nicht gedacht, dass Stalker wirklich so tief geht. Also das war ja gerade schon Horror, Psycho. Action, alles auf einmal. Okay, wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind jetzt auf der Müllhalde. Sind verbuggt. Hä? Nein, der Questmarker zeigt ja noch da vorne. Nee, ist wahrscheinlich ein Kartenbug. Keine Ahnung. Okay, im nächsten Video geht's dann hier weiter. Wir sind tatsächlich wieder im ersten Gebiet, Leute. Aber warum soll ich da hingehen? Ach, wir müssen jetzt wieder zurück zur Müllhalde. Von der Müllhalde müssen wir dann hier hin. Alles klar. Eine riesige Wanderung. Okay, die geht's aber erst beim nächsten Mal, Leute. Das war genug Action für eine Aufnahme. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Lasst mir eure Meinung da und schaltet wieder ein. Bis dann.